Moin moin und willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. Wir haben den Werwise am Wickel und bevor der uns jetzt langsam wieder wegdriftet, gucken wir mal, was sitzt der denn drin? Ein MKV Scout Command Pod. Aha. Was es nicht alles gibt, das ist auch irgendwas von Start Life Support. Stop Life Support. Okay, cool. Ein Person-Mini-Dingsbums? Wer weiß. Wer weiß. Du steigst da jetzt mal aus, mein Freund. Und du sollst darüber, um nach Hause gebracht zu werden. Und dafür jetpacken wir dich da mal hin, würde ich sagen. So. Zack. Zack. Ein bisschen Ausrichtung korrigieren. So, dann geht das auch relativ flink. Und wir haben dann noch eine kleine Landung zu verarbeiten. Und dann steht natürlich die große Frage im Raum, was wir als neues, was wir jetzt als erstes fertig machen. Ich glaube aber fast, ich hatte ja letzte Folge schon ein bisschen gesagt, so, ja, wir müssen nochmal den Space Truck fertig bauen, mit einer ordentlichen Antriebssektion. Aber ich glaube, ich möchte fast die Minmus-Station erstmal in einem Zustand haben, dass die gewertet werden könnte. Weil dann beginnt der Space Truck erst richtig Sinn zu machen. Wären wir schon grün angeleuchtet? Nur so ein bisschen, ne? Damit wir es rüberschleppen können. Oder wir brauchen irgendwas, um die Minmus-Station nach Minmus zu bewegen. Dafür gibt es nämlich richtig viele, richtig viele Kohle und Punkte und Science und alles. Und wir hätten dann vor allen Dingen was im Minmus-Orbit, mit dem wir Wissenschaft abfackeln können. Und deshalb tendiere ich fast zu der Minmus-Station, einfach um die Mission auch erledigt zu bekommen. Und weil wir bisher auch noch nie so richtig eine Station gebaut haben, ne? Also, zumindest nicht so richtig. Also der Space Truck zählt ja nicht so richtig als Station für mich. So, da ist die Lampe, also ist da irgendwo auch der Eingang. Jep. So, und wir leuchten schön grün von der Lampe. Feinstes Körbellicht. So. Grab. Und Board. So, und damit ist der Werwise auch in sicheren Händen. Wir können mal noch diese blöde Kapsel umbenennen. So, das ist ein Scout Pod. So. Accept. So, wer weiß, wovon man es nochmal berauben kann. Erstmal die ganzen Trümmer im Orbit lassen. Guti, wir haben jetzt einen. Was haben wir eigentlich für einen Orbit gerade? Periapsis 80, Apoapsis 85 und. Wo sind wir? Sind wir? Da sind wir. Wird gerade ein bisschen dunkel. Guti, das heißt, wir könnten ein bisschen die Bremse reinhauen, um uns nach unten zu begeben. Wo ist denn der Kerbin Spaceport? Müssen wir ein bisschen warten, ne? Haben wir genug Essen? Zu warten, dass der Kerbin Spaceport an einer guten Position ist, dass wir mal versuchen können, möglichst nah dran zu landen. So, da ist der Spaceport. Dann warten wir mal, dass er sich noch ein bisschen mitdreht. Und geben ihm dann mal eine harte Bremsung rein. Was sagt denn die Kerbel-Alarmglocke? 105 Tage noch bis zum Dunasat. 105 Tage. Es ist nicht mehr so lange hin. So, kommen wir mit dem Kerbin Space Center ein bisschen ins Licht rein. So. Jetzt bremsen wir mal ein bisschen. Ne, ich will nicht Target Retrograde. Ich würde gerne Orbit Retrograde. Das wäre super. Ist der Weg da frei oder haben wir dann irgendwas? Ne. Der Todesstern. Oder der Mond. Man weiß es nicht genau. So, wir machen mal ein bisschen eine Bremsung. Jo, 77 ist noch ganz cool. Und wir bremsen weiter, bremsen weiter, bremsen weiter, bremsen weiter. Dut. So, und wenn wir dann da so sind, dann machen wir eine harte Bremsung und versuchen mal mit dem Manöver, mit dem Sprit, den wir noch haben, den Kerbin Space Center, das Kerbin Space Center ordentlich zu treffen. Den Kerbin Spaceport wollte ich sagen, hab dann Space Center gesagt und dann ist den einfach falsch. So. Gut, das heißt aber auch, wir müssen dann mal gucken, dass wir, einklappen und die anderen Teile schon mal fertig machen.
wie immer. Toggle-Impfung. Altitude und... Ich habe verdrängt, bei wem wir... 6 oder so? 6 und... 3,5. Computer Schutz. So. Close. Und schon mal scharf machen. Scharf gemacht. Und dann haben wir hier noch ein bisschen andere Fallschirme. Die normalen und die machen wir bei 3 in 4 Deploy. Und bei 700 auf. Ja. So, close. Arm Parachute. Arm Parachute. Und Arm Parachute. So. So viel zu dem Thema. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt grob. Denn irgendwo? Ne. Wo sind wir? Ja. Wo bin ich? Ach, da hinten erst. Okay. Cool. Hat sich doch ganz schön weiter gedreht. Dann müssen wir mal ein bisschen Zeit raffern jetzt. Hilft ja nichts. So, wir haben den Worldwise bekommen und müssen ihn jetzt noch nach Hause bringen. Okay. Wieder eine glorreiche Mission beendet. So gut wie. So gut wie. So. Jetzt müssen wir langsam mal die Bremsen reinhauen, glaube ich. So. Unterstellung wäre ja, dass wir noch ein bisschen langsamer werden bei der ganzen Aktion. Und wenn wir da so hinpoolen, naja, ein bisschen noch, oder? Da so, noch ein bisschen. Ah, wir bremsen schon noch ganz schön ab, ne? Also, da, wir visieren das jetzt mal an, so mitten im Teich, dann können wir für die nächste Landung mal lernen, was das bedeutet. Ob das jetzt eine gute Idee ist oder eine nicht so gute. So, die Fallschirme sind scharf. Den Kram, da braucht kein Mensch mehr ab jetzt. Also, weg damit. So. Mal gucken, was passiert, ne? Gucken wir mal, was passiert. Also, theoretisch gehe ich jetzt davon aus, dass wir durch... Also, erstmal rotiert der Kerbin noch ein bisschen weiter. Ich sag mal, der Spaceport bewegt sich dann noch ungefähr so... bis hier oder so. Weiß ich nicht, so ein bisschen halt noch. Und wir bremsen ja auch noch ordentlich was ab. Ich glaube fast, wir könnten zu kurz kommen mit der Aktion, aber mal gucken. Wir kommen jetzt relativ steil rein. Kein groß flacher Winkel oder sowas, sondern wir machen das mal in der schnellen Variante, quasi in der Hardcore-Variante. Ja, und diese kleine Transportkapsel ist ganz cool, aber leider ist der Platz doch echt begrenzt, muss ich sagen. Und dementsprechend müssen wir uns da mal noch was irgendwie überlegen, sonst dauert das ewig, bis wir die Minmus-Station fertig gebaut haben. Vielleicht machen wir mal eine große Trigger-Rakete fertig, weil ich bin mir fast sicher, dass ich schon irgendwie Bauteile habe für ein bisschen größere Geschichten, also für größere Container. Ich muss es aber echt nachgucken. Ich könnte es jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen, ob es wirklich so ist. So, wir haben gelernt, SRS brauchen wir nicht. Das stabilisiert sich hier irgendwie halbwegs von alleine. Ab einer gewissen Höhe zumindest. Hallo? Ach, da kommt er. So. Ja. So, und dann gucken wir mal, wohin er uns trägt insgesamt. Wie lange haben wir denn bis hier unten? 2 Minuten, das ist erträglich. Bin immer so ein bisschen beim Wiedereintritt mit dem Physics-Zeitraffer, bin ich immer so ein bisschen sehr vorsichtig. Ihr mögt mir das verzeihen, ihr erinnert euch sicherlich noch an die Aktion aus dem... War es der erste echte Livestream oder sowas? Wo mir die blöde Kapsel so dämlich geflippt ist und ich 3 Kerbals gekillt habe. Einer davon war Bob und 2 waren Abonnenten-Kerbals und das hat mir echt leid getan. Seitdem bin ich ein bisschen gebranntes Kind, was Wiedereintritt und Physics-Zeitraffer angeht. Ihr möget es mir hoffentlich verzeihen. So, und ich hoffe mal, dass wir dieses Boot hier in einem Stück runterbekommen und diesmal so sanft anlanden, dass uns nicht auch wieder die Solarpanels abbrechen. Das war echt peinlich. Das letzte Mal schwammen plötzlich die Solarpanels daneben, weil das Teil hier hat es einfach zerquetscht. Das scheint ein bisschen empfindlich zu sein.
Und dann hat es die Solarpanels abgedrückt. Also das im Prinzip habe ich unten verloren bei der letzten Wasserung. Mal gucken, ob wir das heute ein bisschen sanfter hinbekommen. Dafür werde ich dann wahrscheinlich auch den Hitzeschild abwerfen, wenn es soweit ist. Denn niemand braucht einen Hitzeschild. Also zumindest nicht mehr, wenn das hier vorbei ist. Dann braucht keiner mehr ein Hitzeschild. So, wo sind wir denn? Da sind wir. Oh, wir kommen aber echt schnell rein, ne? Ich hätte jetzt gedacht, das wird stärker abbremsen. Naja, geht wohl doch ins Wasser. Geht wohl doch ins Wasser. Mal gucken. Ich hätte jetzt gedacht, das wird deutlich, deutlich mehr noch Bremseffekt durch die Atmosphäre bekommen, aber wir sind doch noch relativ hoch. Na, es ist noch ein Stück. Gut, der Fallwinkel ist jetzt relativ steil, aber ich glaube nicht, dass das noch reicht, um uns so richtig an den Kerbin Spaceport ranzubringen. Es wird kleiner. Es wird auf jeden Fall kürzer. Aber ich glaube, wir kacheln drüber. Mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall sehen sie uns. Sie sehen uns kommen. Hallo Jungs. Wir haben die Kerze diesmal hier oben angezündet. Oh, da ist ein bisschen warm. Wird ganz schön warm. Warum leitet er die Hitze so auf das Cockpit durch? Ist ja ekelhaft. Nicht abfackeln, Freunde. Nicht abfackeln. Aber es sind keine Hitzewolken zu sehen. Also es ist einfach nur normal warm. Ah, jetzt bremst er aber ordentlich. Jetzt bremst er ordentlich. Aber das könnte gar nicht so schlecht werden vom Landeanflug. Ja, haben wir schon Visuals? Ich sehe ihn noch nicht. Es ist alles so dunkel da hinten. Irgendwo da ist der Kerbin Spaceport. Da ist die blöde Insel. 20 Kilometer. Ah, es wird gar nicht so schlecht. Also wir klatschen, denke ich, ins Wasser, aber kurz vorm Kerbin Spaceport. Das gibt ordentlich viel Prozente zurück. Also war gar nicht schlecht. War gar nicht schlecht geschätzt. Ja, jetzt, das wird doch vielleicht noch eine, nicht mal eine Wasserlandung. Vielleicht knallen wir tatsächlich auf die Wiese. Ja. Oder in die Stadt. Mitten in die Stadt. Naja, irgendwas ist immer. Ja, cool. Hallo, Kerbin Spaceport. Kerbin Space Center. Kerbin Space Center da hinten, jetzt kann ich es auch sehen. So, ich hatte die Chutes ja scharf gemacht, also eigentlich sollte alles cool sein. Die Chutes sind auch schon safe. Ja, schön. Was ist das? 10 Kilometer oder so? Das ist in Ordnung. Dafür, dass es der erste Versuch war, das mal mit einer Kapsel halbwegs zu treffen, finde ich ihn gar nicht schlecht. Wäre es natürlich toll, wenn wir da vorne auf dem Rasen gelandet wären und nicht irgendwo mitten in den nächsten Pizzaladen reinstürzen. Aber hey, wir wollen ja noch Raum zur Verbesserung haben. So, und jetzt traue ich mich auch gleich, Dings zu machen. So, mach mal die auf. Jawohl. Jetzt müssten wir eigentlich den hier abwerfen können. Jawohl. So. Und jetzt traue ich mich auch den Physics-Beschleunigungs-Dingsbums. Hallo Freunde, ihr da unten. Das ist ein Hitzeschild, der gerade in euer Dach einschlägt. Aber keine Sorge, da kommt auch noch gleich eine 3-Tonnen-Kapsel hinterher geflogen. Problem. So. Full Deploy der Schirme und wir landen irgendwo im Stadtpark und können quasi zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Taxi oder was auch immer Kerbals da so haben. Zurück zum Kerbin Spaceport. Und wenn jetzt auch noch vielleicht das Teil hier mal halten würde und sich nicht zerlegt. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Impact Tolerance hat. 6,8 Meter ist aber eigentlich relativ wenig. Ja, Ohren zuhalten, Freunde. Das könnte gleich laut werden. Baum treffen wir schon mal nicht. Und wir sind wieder zu. Ja, also es hat scheinbar eine Impact-Toleranz geringer als 6,8 Meter pro Sekunde. Ja, die schönen Solarpanels, die waren doch noch gut. Na gut, und wir holen alle nach Hause. Also, auf Containern landen fetzt nicht so. Die sind wohl ein bisschen empfindlich. Ja, können wir uns gleich mal angucken, was das Problem ist. So, wie viel haben wir denn jetzt gekriegt? 97,3%. Das ist doch relativ gut. Fast 10.000 Pfund zurückgekriegt hier, also 10.000 Kerbel-Dollar von unserer Kiste. Und der Werwise ist auch zurück. So, der Werwise kriegt dann natürlich noch zur nächsten Folge einen ordentlichen Namen verpasst. Jetzt muss ich mal gucken, also wir haben jetzt aktiv noch Science Data Space Around Minmus, Orbital Station Around Minmus. Gibt es noch irgendwas für Minmus, was Neues? Ich sehe jetzt auf Anhieb nichts. Egal. So, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas Großes Containermäßiges haben.
in unserer Bauteilliste, was ich vielleicht kaufen könnte. Das wäre nämlich eigentlich ganz cool, dann müssen wir nämlich vielleicht nicht tausendmal fliegen. Offensichtlich haben wir das nicht. Schade. Oder ist es irgendwo anders drin? Keine großen Container. Sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach. Ah, Fracht. Fracht doch. Aber ja, nee. Fracht haben wir noch nichts. Colonization, ist da irgendwas drin? Irgendwie ein Frachtabteil oder so. Inflatable Workshop. Freight Storage Module. Nee. Also Storage Module könnte natürlich sein, aber ich weiß jetzt nicht, ob. Wahrscheinlich macht das eher so Speicherung von irgendwelchen Sachen, die ich dafür brauche. Nope. Nope, nope. Ich dachte aber, da gibt es noch so Container, aber die kommen dann wahrscheinlich erst später. Also so größere Cass-Container. Aber wahrscheinlich kommen die erst irgendwann. Ah, da sind sie ja. Ja, im nächsten. Guck mal, das sind nämlich diese Riesencontainer. Ha, die wären jetzt natürlich cool gewesen. Also auch vielleicht eine Überlegung wert für Anschaffungen in der Zukunft. Da brauchen wir auch noch ein bisschen Science-Punkte, bis wir soweit sind. Gut, das heißt, wir müssen jetzt das Einzel nach oben schaffen. Das heißt, wir könnten. Was könnten wir denn machen? Wie kriegen wir das denn da hoch? Wir haben aber doch schon den Hitchhiker-Container, oder nicht? Ja, da ist er. Genau, in den passen 4 Kerbals. Und wir brauchen 4 Kerbals oben noch Platz, damit wir genug Platz in der Station haben. Wir könnten den ja einfach an eine Rakete ranbauen. Also zum Beispiel irgendwie so machen. Bastel Orbiter, jawohl. So, unter der Annahme, dass ich das nicht komplett wieder verbocke, dass wir einfach so tun. So, da ist ein. Wo ist denn das Hitzeschild? Das bräuchte man schon irgendwie. Vorher noch. So. Lass mich mal überlegen. Wir brauchen natürlich noch irgendwas zum Zurückfliegen, ne? Das ist alles nicht so einfach. Ich hatte jetzt gedacht, ich packe den da einfach hinten ran und wir schrauben das ab und dann an die Station ran. Aber so einfach ist es dann wieder doch nicht, ne? Aber was wäre denn? Das ist wahrscheinlich die wirklich unglaublich schlechteste Idee, die ich seit langer Zeit hatte. Aber was wäre denn? Achso, mal, ihr habt mir ja erklärt, ich brauche ja nicht 2 Docking-Ports. Das ist richtig. So, was wäre denn, wenn wir einfach so tun? Und das ein bisschen versteifen. So für den Start quasi. Ne? Aerodynamisch gesehen ist das natürlich gelinde gesagt fatal. Ist das eine gute Idee? Also wir haben genug Delta V. Und dann könnten wir das einfach hochtransportieren, abkoppeln, wenn wir da sind und beten und hoffen, dass das so funktioniert und wir nicht alle sterben werden. Wisst ihr was? Ich speichere das jetzt mal und lass mir das nochmal durch den Kopf gehen und ihr dürft gerne auch eine Meinung dazu abgeben. Ist das ein großer? Nee, das ist ein kleiner. Ihr dürft da gerne auch noch mal was zu sagen. Also dann haben wir nämlich noch Zeit bis zur nächsten Folge oder bis zum Livestream, dass ihr euch noch mal äußern könnt. Also je nachdem, was ihr votet. Und wir können uns überlegen, ob wir das so machen wollen oder ob das Böse in die Hose gehen wird. Fürchte so ein bisschen Letzteres. Was wir auf jeden Fall brauchen, das hat die letzte Aktion gezeigt, ist ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Kontrolle auf der ganzen Chose. Sonst funktioniert das nicht. Der ist auch irgendwie defekt, ne?
So, da haben wir unsere vier Stangen dran. So, das ist jetzt halt so eine Kirby-Style-Rakete, ne? So, also, äußert euch mal dazu, ob ihr glaubt, dass das funktionieren wird und ob wir es so versuchen wollen, weil so hätten wir halt mit einem Modul quasi vier weitere Sitzplätze in der Minmus-Station. Wo wir hier gerade dran rumbasteln, ich wollte mal was probieren. Wir brauchen da oben nämlich noch ordentliche Solarpaneele. Ich hatte doch hier irgendwo den Container. Ich wollte mal gucken, ob die da reinpassen. Habe ich das schon mal probiert? Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt auf jeden Fall nochmal. Ha, sehr schön. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein paar von denen hier. Oder wir bauen sie einfach an das Ding ran. Ach, wisst ihr was? Wir machen ihn einfach ran. Ah, das schreit aber danach, dass es kaputt geht, ne? Ah, das lappt so blöd über. Nee, da bin ich Feigling, ne? Da bin ich jetzt mal ein Feigling und wir machen das mal so, dass wir die hier so tun quasi. So, zack, 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 zack. Und weil ich mich kenne, nehme ich noch zwei Ersatz mit. Die können wir dann oben lassen. Oder ich vertüdel es eh beim Bauen. So, dann haben wir 4800 Delta V. Das ist machbar. Damit sollten wir auf jeden Fall hinkommen. Also wir wollen ja dann nur zur Station fliegen und sonst nichts. So, das wäre der Plan und die Vorbereitung für entweder die nächste Folge oder den nächsten Livestream. Und ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen, im Sinne von in der Fab. Und bevor wir das da rausrollen und in den Orbit jagen oder halt auch nicht, nehme ich gerne noch eure Eindrücke und Impressionen entgegen. Auch sowas wie, ja, wir könnten da natürlich noch ein aerodynamisches Hütchen oben drauf setzen. Aber da bin ich mal auf eure Kommentare gespannt und nächste Folge wird der Knaller gezündet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.